Und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir in Sachsen-Let's-Play und natürlich wieder mit dem Matze und dem Kliggy. Hallo. Hast du mir jetzt auch eine Beingabel gekauft? Nein. Am besten die... Nein. Meine Ballen hin. Was? Wo sind die Ballen hin? Es gibt keine... Wo denn welche Ballen? Die Heuballen, die hier standen. Die stehen doch links neben dem Futterding. Hä, dann komm mal her. Moment. Ich... Da steht ja noch ein Drescher. Verdammt. Hm. Ja, ich bin da. Stimmt, die sind... Also in der... Ja, Matze, sprich aufs Garn, ich mal verstehe dich, Wort. Irgendjemand hat irgendjemand Lua-Fieber? Nö. Ich hab einen UV-Fehler. Der wird von der Map ausgelöst. Was aber auch. Ey, da freu ich mich aber schon, wo die Beine sind. Ist wahrscheinlich so ein Fehler, wie du bei Two Rivers auch hast, wenn du die Ballen im LKW gelassen hast und bist dann rausgegangen aus dem Spiel. Ich hab ja lediglich nur die Ballen Pressen verkauft. Ja, dann lagen die irgendwo auf der Map. Die haben sich dann alle in der großen Mühle gesammelt gehabt. Jetzt sind halt die Ballen weg. Oh, bauen wir auch keine Ballengabel. Richtig. So einfach ist das. Problem gelöst. Zumal es eh keine Ballengabel gegeben hätte. Warum? Weil wir kein Geld mehr haben. Geil. Was steht jetzt an? Dreschen. Ich war auch dreschen. Ja, deswegen ja, habe ich extra für dich freigehalten. Ein Drescher steht noch am Arsch der Welt. Bin ich schon drin. Sehr schön, und Klick durfte den ja auch bei mir auf dem Hof haben. Ja. Sieht heute extrem nach gutem Wetter aus. Auf jeden Fall. Ich muss bloß gerade mal gucken hier. Herr Ordnung, wie willst du die eigentlich Ordnung halten? So, Klick, wo bist du denn? Ich stress schon. Teamwork besonders feinsten, keiner wartet auf den anderen. Wieso? Ich bin auch gleich da. Oh! Ist ja gut. Ich bin warten alle nur auf den Chef, das ist ja wie immer, oder? Ja, Marsch. Was seid denn ihr jetzt da vorne? Ja, da hinten geht. Gut. So, da lag ein bisschen Gras auf der Straße, wen gehört's wieder? Hm? Matze! Ah, das Maul aufmachen, wenn ich mit dir rede. Nö. Scheiße, ist der laut. Wo ist ein Klick? Er ist komplett durchgefahren. Ah ja, hier, da macht noch das Vorgewinde, sehr schön. Obwohl es eigentlich älter sind, ne? Ja, naja, wir haben das ja alles. Boah, ist der laut! Typisch Ami-Karren. Loud and proud. Muss lauter reden, sonst hört man dich nicht. Was? Ich kann's nicht verstehen! Das stiebt so hinten! Hast du hier noch mir? Ja, weißt du, was mir gerade auffällt? Was fällt dir auf? Nee, müssen wir uns Sammelwaren kaufen. Gut. Sie brauchen eine Vergabe. Was? Soll ich das häckseln?
Nee, na, ich hab bloß gerade überlegt, wir haben ja keine Pressen mehr, oder kaufen wir uns einen Sammelwagen. Du brauchst nicht so rumbrüllen. Ja, ich verstehe doch sonst nichts, du weißt, wie laut das hier ist. Dann mach's leiser. Ja klar, wir müssen ja jetzt auf Aufnahme beenden. Oh, mein lieber Olli. Das sind ja ein paar Zustände. Könnt ihr ansagen, wie viel Prozent ihr jeweils habt? Voll. Ja, oh. Hast du nicht gesehen, dass bei mir da der Rundumleuchte an ist? Warte, ich fahr ein Stück rückwärts. Ich dachte, die hast du aus, keine Ahnung, wegen der Freude und der, wegen der Freude und der Gesundheit gezündet. Oh mein Gott, 80%. Guck, wie es ja beim Nachbarn auf dem Hof aussieht oder auf dem Garten. Wo rennst du denn schon wieder rum? Ja, beim Nachbarn, Mensch, wir sind jetzt gerade mal schön durch seine Hecke, dann können wir wenigstens Hallo sagen, oder? Mensch. Wir haben schon mal kaputt gefahren, jetzt musst du ersetzen. Ja, Marsch, ein freundliches Hallo reicht auch. Ich guck gerade mal hier hinten. Sieht aber noch alles ganz aus. Wo kommst denn du her aus GS? Nordrhein-Westfalen. Ja, aber ansonsten. Ja, Ketten sehen ein bisschen schmutzig aus. Sieht alles ein bisschen schmutzig aus, oder? Ja. Außer der Schriftzug hier, der glänzt. Vorsicht. Halt. Aus dem Weg, ich komme. Prozent, 96, 97, 98, 99, 100. Sehr schön. Schmeckt's? Ja. Sehr schön. Aus! Ey! Voll los. Leck mich am Arsch, bleib stehen! Dann wirst du nicht abgeladen. Okay. Ja, ich kann eigentlich nicht permanent in der Clique hinterfahren, weißt du, was das für eine Lautstärke ist? Was essen wir denn überhaupt, wenn du den Zuschauern schon Hunger machst? Cornflakes. Mmm, Cornflakes, mit einem LPC, richtig seriös, ja, Cornflakes essen. Dann noch die guten aus Schokolade und ohne Milch. Ja. Mmm. Was ich Matze hier alles erlauben darf, das geht ja schon über keine Kuhhaut mehr. Jeden anderen LTP-Partner hätte schon rausgeschmissen bei sowas, aber nee, Matze, da ist es so gewünscht. So, Vorgewinde fertig, meine Damen und Herren. Scheiß Viehzeug. Wo denn? War jetzt gerade hier bei mir, ich weiß nicht, was das war. Irgendwie Vieh auf jeden Fall. Ja, was habe ich jetzt hier gerade? 88? Ich bin gleich wieder voll. Hm, bin sofort da. Scheiße. 199. So, wie machen wir das jetzt mit? Ah, gut. Also 9. Könnte man ja in der Theorie. Oh. Was? Nee, da. Naja, du weißt schon.
So. Und sollte das Schneidwerk vielleicht hochnehmen? Das wäre gegebenenfalls eine Möglichkeit. Kommt natürlich drauf an, bei was? Nix. Naja, Matze mal wieder. Vielleicht beim über der Straße fahren, sonst nimmst du den Fußweg mit. Du, ich mach keinen Wheelie mit dem Mädel. Ja. Das müsste Randy ja schon kennen. Was mir ja in letzter Zeit vorgeworfen wird, ich kann nicht hier, also ich kann in LS nicht mit Geld umgehen. Das stimmt allerdings auch. Weil wenn man LS nur mit 50 Millionen auf dem Konto gewohnt ist, da muss man nämlich auf nichts achten. Ich habe auch kein Geld-Cheat auf dem Spiel. Du brauchst ja auch kein Geld-Cheat, du kannst ja einfach in den Configs da drinnen dein Geld umschreiben, fertig aus. Ja, das habe ich aber auch nicht. Wie gesagt, ich habe noch nicht einmal 5 Millionen. Aber ansonsten kann ich so, real kann ich sehr gut mit Geld umgehen, ja danke. Was ich real kann, kann ich halt virtuell nicht. Was andersrum ist, kann ich halt real wiederum nicht. Das ist halt so. So. Du hast die zwei Silagewagen, also für das Häckselgut. Und jetzt noch einen Leutewagen gekauft. Ja. Ja, hättest du einen Leutewagen gekauft, dann kannst du das Häckselgut umfahren. Bin voll. Nein, kannst du nicht. Das ist ein Sammelladewagen, sprich, der sammelt das Ganze, da kannst du oben nichts reinstreuen. Klar, da vorne per Maus kannst du da vorne die Klappe öffnen, oder? Ich bin voll. Was ist denn für eine Klappe? Mama Mutter aus! Mama Mutter aus! Du willst die Kusche! Was ich? Ja, weil es laut. Ich kann hier. Meinst du die Klappe öffnen? Das oder was? Genau, das ist damit du hinter den Häcksler herfahren kannst und er oben reinstreuen kann. Ehrlich? Ja. Wüsste ich nicht, ohne Scheiß. Wenn du jetzt ins Kaufmenü gehst und auf Ladewagen. Wenn ich bin hinten, immer noch voll. Stell hinten an. Halt's Maul, jetzt komm her. Ich stehe die ganze Zeit. Da siehst du, wenn du guckst, aufladen und transportieren von Gras, Heu, Streu und sind ja gut. Ja, richtig. Also? Aber ich habe jetzt den ersten für 90.000. Dann gibt es ja noch einen Doppelzweckladewagen. Ich weiß nicht, was der für eine Funktion hat. Auf jeden Fall eine doppelte. Naja, aber lies dir das mal durch. Doppelzweck, aufladen. Ja, der hat eigentlich dieselbe Funktion. Ja, aber wie gesagt, passt 1000 Liter weniger ein, kostet mehr. Ja, vielleicht macht er das schneller. Außerdem ist er von Krone. Die Marke ist ja teurer. Also. Ja, wenn, ja. Wenn du das sagst. Ja, weil viele nehmen wirklich anstatt den Häckselguthänger, nehmen die unten diesen Krone ZX, weil der kostet nur 53.000 Liter rein. Ist eigentlich genauso gut. Ja, hat halt die Funktion noch, dass du damit aufsammeln kannst. Ja gut, dann sagen wir halt so mit meiner die. Obwohl die Silagewagen waren halt billig, also die kamen keine 50.000. Von daher. Ja, gut. Aber weißt du, jetzt hast du zwei? Jetzt sind die zwei gespart, jetzt sind Ladewagen gekriegt. Ja, richtig. Naja, wir haben 20.000 haben wir noch auf dem Konto. Ist ja immerhin noch was. Viertstaunen Liter sind nicht besser wie nichts, dann können wir auch schon mal die Kühe befüttern. Alle ab. Ah. Wartest du auf den Segen oder auf was wartest denn du? Matze! Dass du mich endlich mal abhangst. Hänger steht vorne. Viel Spaß. Ich fahr jetzt nicht. Ja, dann bleibst du halt stehen. Wisst ihr, wie egal mir das ist? Tja, und sonst alles ruhig, Klick. Ja. Ja. Die Ernte läuft. Ernte läuft.
Ich habe hier auch so einen Mitarbeiter, der heißt Matze, total unfähig, der Typ. Also der steht jetzt schon seit 3 Wochen da draußen auf dem Felde, bewegt sich keinen Zentimeter, solange der Wagen da nicht hinkommt. Da kriegt vielleicht doch einen Gang nur nicht rein, da weiß ich, wie man fährt. Das kann auch sein, aber seit 3 Wochen steht er da draußen. Ich weiß nicht, wie der das macht. Aber dass ich da eine Fernsehschüssel mit eingebaut hat, ich weiß es nicht. So, dann mal noch hier die Ecke mitnehmen, dann bin ich Gott sei Dank dann auch full. Ja, immerhin 43.000, 44.000 Liter, ne 43.000 Liter, ne 44.000, 44.000. Was machst du jetzt mit dem ganzen Stroh? Ja, das lagern wir jetzt in unser Gedöns ein, also wie wir es halt damals zu Ballen gepresst haben, so hauen wir es halt jetzt lose rein. Und das brauchen wir ja dann für die Kühe. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir auch für die Folge durch. Wir sehen uns dann dementsprechend nächste Woche wieder. Bis dann, morgen wieder. Entschuldigung. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.